Nee, ich habe gerade nicht die Leiter verpasst. Das war schon so. Hab ich da schon reingeguckt? Ja, Chicken hast du. Was haben wir hier? Herzsteinlager. Was bist du? Ja, ich weiß, ich könnte meine Spitzhacke als Waffe ausrüsten, Waffe zücken und darauf einschlagen, dass es schneller geht. Aber ich habe absolut keine Lust, ne, meine Waffe zu wechseln. Und Schnellkies hier, ne, habe ich auch nicht frei. Ich hätte theoretisch einen frei, aber es geht ja nicht mehr bis 9. Die Schnellauswahl. So viele Seelensteine. Herzstein. Ja, ein Herz aus Stein. Irgendwie habe ich das jetzt für einen Hund gehalten. Alles klar, ich bin verrückt. Auch schon gemerkt, Chicken. Ja, vorne ist das ein Hügelgrab, aber wir könnten uns ja vorher noch in dieser Hütte da umgucken. Hey, vielleicht ist da hier auch so ein Redoran-Wache, die von Aschebrut angegriffen wird. Generell sind die ganzen Hütten kaputt. Wer Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. zerstört denn Hütten? Aschebrut, Aschebrut! Es ist Aschebrut! Geschafft. Ja, ne? Wieso habe ich jetzt meinen Dremora beschworen, wenn wir hier sowieso schon alles tot war? Keine Ahnung, Chicken. Vielleicht damit du endlich mal deine Beschwörung auch auf 100 bekommst. Wieso? Da muss ich doch einfach nur den Seelenfallenzauber benutzen und kontinuierlich. Ne? Seelenfalle spam. Ich wollte das Glas nicht mitnehmen. Ich brauche das Glas nicht. Müssen nichts mehr bauen mit Glas. Eine Falltür, die hätte ich fast nicht gesehen. Hätte ich wieder Anschiss bekommen. Ich check, du übersiehst voll viele Sachen. Ein Keller. Oh. Wissen müssen, dass sie nicht auf mich warten. Da steht Plünderer. Reiß ich die Eingeweide raus, wenn ich ihn sehe. Es sind Plünderer. Ein Heraus! Woher sagt ihr das? Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Ein Brief. Rodulf, Licht und Stärke, ich spüre, dass eure Worte nicht eure eigene sind und sorge mich sehr um euer Verstand. Ich flehe euch an, bitte verlasst diese verdammte Insel und kehrt auf der Stelle nach Einsamkeit zurück. Ohne euch kann ich meine Nächte fast nicht ertragen. Euch zu verlieren wäre mein Tod. Ups. Mein Schatz, wenn ihr nicht bald zurückkehrt, werde ich kommen, um euch zu holen. Björn Olfre. Ja, kannst du seine Leiche abholen? Hast du da gerade wirklich die andere Leiche wiederbelebt, Serana? Ja, hat sie. Ich sehe es schon kommen, wenn wir Netschbullen jagen gehen. Generell Netsche. Für Ich habe ihm das. doch gesagt, er soll's einfach rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Muss ich Ja, sie erklären. hören nie zu. Mir hört auch nie einer zu. Irgendein Tagebuch. Ich bin in Solzhen angekommen und in ein altes Haus auf einem Hügel am Ufer gezogen. Wer auch immer hier gelebt hat, ist vor langer Zeit fortgegangen. Von meinem erhöhten Aussichtspunkt kann ich weit aufs Meer hinaus sehen und alle Dinge hinter mir und um mich herum hören.
Duma-Banditen schleichen sich des Nachts durch die Wälder, doch ich fürchte mich nicht vor ihnen. Aus den Tiefen ruft etwas. Ein grollendes Dröhnen, das mir des Nachts singt. Ich habe begonnen, im Keller zu schlafen und erhalte einen Messergriff bereit. Das Rufen ist hier unten am lautesten. Ich bin auf alles gefasst, was immer auch kommen mag. Es ist, als würde eine große Maschine unter mir rummoren. Maschine? Ich glaube, ich weiß, wovon er spricht. Ich bin des Wartens drauf müde, dass der Rufer unter mir emporkommt. Ich ging in die Stadt und kaufte Werkzeuge zum Graben, 2 Schaufeln und eine Hacke. Ich begann, indem ich die Wand hinter den Bücherregal niederriss und mich langsam nach unten grub. Langsam. Ich schob das Bücherregal wieder an seinen Platz, als ich mit dem Graben fertig war. Warum? Ich hatte keine Hausgäste, doch spürte, dass ich etwas zu verbergen hatte. Wie kann ich Björn hören lassen, was ich gehört habe? Ich darf ihn noch nicht verlieren. Muss hier bleiben, denn ich weiß, dass die Wahrheit zum Greifen nah ist. Der Murmler in der Erde und ich, wir reden. Ich lege meinen Kopf auf den Schutt. Feuer aus der Tiefe. Feuer aus der Tiefe, ja. Zum Beispiel Magma, Lava. Spinneneier, nein. Irgendwann in Rente. Lege mir ein Haus auf dem Festland zu. Banditen bekommen keine Rente. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Da auch die Dralagonische Maid. Was haben die alle immer damit? Dieses Regal? Anständige Flasche Met. Unfair, dass die immer das gute Zeug nehmen. Oder meint er allgemein dieses Regal? Nee, das da. Hallo. Nur noch eine Flasche. Vielleicht eine zweite, um schlafen zu können. Ja. Maschinen. Die lauten Krach verursachen. Bjornjolf. Könnte diesmal ja auch Twema-Zeug. Blutbefleckter Brief. Bjorn, kommt nicht hierher. Es ist nicht mehr viel von mir übrig. Die Erde wird uns beide verschlingen. Ha. Grabenfels als freier Bürger betreten. Abendfels als freie Bürger betreten. Na, ja, tote Bürger, Stahlriemenschild des schwindenden Frostes. Der sieht geil aus, der Schild. Ja, es ist Stahlriem. Ich muss mitnehmen. Es ist Stahlriem. Ich muss es einfach mal mitnehmen. Ja. Sonst gibt's hier nichts. Bier und Met, Bier und Met. Ein Rad, auf den der Seemann steht. Tschüss. Wobei, warte, habe ich mir nicht diesen einen Zauber gekauft, nachdem ich das Beschwörungsritual gemacht habe? Auf NPCs ist er ja permanent. Also menschliche NPCs. Beschwörung schicken. Oder war er zu teuer? Aha, das Leichmann? Nee, das muss nicht. Das muss schon Meister sein. Nein, Sturmdiener. Toten. 601. Was hab ich? Vergiss es. Checken, da musst du schon mehr in Mana investieren. Oder irgendwelche Sachen tragen. Die Kosten verringern. Da hat mein Finger wieder auf der E-Taste gezuckt. Ja. Was? Wer will denn hier in Skyrim mit der E-Taste springen?
Ja, Chicken am besten ne Steuerung wieder umstellen. Oh, da ist noch ein. Gut, dass ich da runtergegangen bin, sonst hätte ich das nicht gesehen. Die sind überall. Überall. Überall ist hier noch eins, das sich vor mir verstecken versucht. Kommt raus, meine kleinen Anhänger. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich will doch nur ein wenig mit euch spielen. Ja, Chicken will nur spielen. Nature. Ich hoffe, ihr seid One-Hit-KO. Betty Netsch. Na, ist eigentlich Netsch Kuh dann. Wusste ich doch, dass ich In dem etwas gehört Fall. habe. Netsch Kalb. Was ich mich immer frage, wieso sehen die Netsch Kühe neuerdings so aus wie die Netsch Bullen? Ach, jetzt rennt das Kalb weg. Na klar, du versuchst es auch zu töten, Chicken. Natürlich rennt es weg. Es schwebt eher weg. Zeigt euch. Es will sie nicht zeigen. Es rennt weg. Hey, guck mal, ich kann einen Netzspulner ran. Etwas, was ich in, ne, Morrowind niemals tun würde. Ja, solange sie tot sind, habe ich hier keine Probleme damit. Bei Morrowind würde ich selbst an die Toten nicht rangehen. Na, viel zu. Nee, nee. Sorry, du kleines Kalb, aber. Das ist das andere Kalb. Oh Mann, ey. Was war das denn mit dem ersten Pfeil? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wieso musst du die eigentlich hier... Na? Wieso ausgerechnet nicht spulen? Wir sind jetzt One-Hit-Opfer. Oh, habe ich gerade euer Jagdziel getötet? Ups. Ja, sorry, ne? Kann ja mal passieren. Bin zu schwer Was belastet, nun? Serana. Hilf mir. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Ja, Schrott. Schrott habe ich. Ich meine natürlich wertvolle. Zieht das jetzt aber nicht an, oder? Doch, sie zieht es an. Serana! Warum? Ja, Serana sah noch nie wunderschöner aus. Serana, du bist jetzt ein freaking Alien. Wieso benutze ich eigentlich Ariels Bogen? Ja, Feuerschaden widerstanden. Ist doch egal. Ich hab keine andere Waffe. Da ist das Hügelgrab. Das muss ich schon markiert haben. Ich bin einfach dran vorbeigeschlichen. Die Bullen haben mich abgelenkt. Kolbjörn Hügelgrab. Was denn du? Rales Dies Sidaris. wird gut tun, dem Sonnenlicht eine Weile zu entkommen. Sera? Was ist bloß mit euch? Was ist bloß los mit euch? Ach so. Warum bist du hier? Mit mir? Was ist mit euch los?
Tut mir leid, gerade waren ein paar hawk-gesichtige Feiglinge da, um mich zu verhöhnen.